Servus Freunde, so ist die Doppel-Null ist da und heute ist es endlich soweit, ich erstelle mir einen TikTok-Account. Seit ich TikTok kenne, habe ich mich dagegen gewehrt, weil es mir einfach zu cringe ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Abstand, Abstand, ich bin eine Frau. Yo man, I'm back, big man, she's man. Heute ist wirklich das allererste Mal, dass ich in TikTok bin. Natürlich haben mir Freunde schon ein paar Videos gezeigt und so, aber ich kenne mich auf der Plattform Nüsse aus und ich bin gespannt, was der Algorithmus mir empfiehlt. Ich werde in nächster Zeit auch einiges dort hochladen, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Aber jetzt lasst uns starten. So, auf TikTok angekommen, werden wir uns jetzt einmal anmelden, weil ich habe kein Konto dafür. 3 days later. Ich bin jetzt angemeldet. Mein Profil heißt Zeus00 Underline. Aha, was muss ich da jetzt machen? Ah, perfekt. So, komplett neu erstellt, mit nichts verlinkt, das heißt komplett ohne Algorithmus hoffentlich. Mal schauen, was mir die Startseite dazu empfiehlt. Avocado Presse. Ja, okay, das fühle ich wegen dem Yoshi-Tal-Musik. Ich glaube, das ist Yoshi-Tal-Musik. Von Mario 64. Ich verstehe nichts. Why would you put your hand in there? There was coffee inside. I needed to. Oh my god. Warte mal, man sieht ihn einfach im Hintergrund, wie er wartet. Das will ich jetzt sehen. Ich liebe das immer, die Kommentare zu lesen. Ja, hier wartet er schon. Geil. Ich liebe es, wenn diese Gestellten noch auffälliger sind. Das wirklich sogar die letzten checken. This friend always tells. You shopping? Hmm. Let's go for a date tonight. I'll take you for a nice date. Let's go. No. Why? I don't have clothes to wear. You don't have clothes to wear? Seriously? Come here. Hey, gefühlt jede Frau. Ohne Spaß. Vor allem hat sie dann endlich eins gefunden, zeigt es dir. Und egal wie du reagierst, es ist immer falsch und sie ist dann unsicher. Und wie sie nochmal umziehen, dann fragt sie sich nochmal, du gibst genau die gleiche Antwort. Und trotzdem passt es nicht. Immer so, wirklich. Bei wem ist es nicht so? Okay, das ist cool. Das Trickshot auf eine ganz neue Ära. Als ob das so gut springt eigentlich. Miteinander oder gegeneinander? Das ist die Frage. Du Freund oder Feind? Gegeneinander, eindeutig. Hermano! Ayúdame! Sie lasst sie einfach nicht drauf. Du musst nicht mal Territorium markieren, oder? Aber arg, wie lange ist sich so alt, oder? Also geht der Fall jetzt rein. Oha. Oha. Also wurde es scharf. Ein Lineal kann leicht von einem schweren Gegenstand heruntergeschlagen werden. Legen Sie einfach ein Stück Papier wie dieses auf das Lineal. Und der Herrscher kann nicht mehr umgestoßen werden. Das ist die Kraft des atmosphärischen Drucks, umgeben einer Münze mit 6 Batterien. Mit einem einfachen Wink mit der Hand. Und die Münze dreht sich. Einen mit Wasser gefüllten Luftballon mit Klebeband befestigen. Das muss ich durchstechen. Probieren. Mit der Batterie, das ist geil. Nein, nicht liken, größer machen. Ey! Das Wasser fließt, als ob es gefroren wäre. Ein Gegenstand heruntergeschlagen auf der Münze werden. Das ist die Kraft des atmosphärischen Drucks, umgeben einer Münze mit 6 Batterien. Mit einem einfachen Wink mit der Hand. Und die Münze dreht sich. Einen mit Wasser gefüllten Luftballon mit. Bis jetzt eigentlich überhaupt kein cringer Scheiß gewesen. Also weder halbnackte Frauen, noch irgendwelche 10-Jährigen, noch
Was gibt's noch? Noch süße Tiervideos. Bis jetzt war das eigentlich eher, keine Ahnung, so durchgestreut. Aber nichts von dem, was man so kennt eigentlich. In der Welt der Zukunft ist es so einfach geworden, Gewicht zu verlieren. Die dicken Mädchen stehen in Reih und Glied. Dann ziehen sie sich langsam in ihre Kabinen zurück. Wenn sich eine Stahltür schließt, ein dicker schwarzer Schlauch fällt von oben herab. In einem Wimpernschlag. Die ursprünglichen dicken Mädchen verwandeln sich in schöne, anmutige Frauen. Moment mal, warum ist einer von ihnen anders? Was zum Teufel ist hier los? Eines Tages ging Jack gemütlich die Straße entlang. Er sah, dass die Straße voll von schlanken Mädchen war. Und seine Freundin Ella wog fette 300 Pfund. Also brachte Jack Ella in ein Zentrum für Gewichtsabnahme. Ey, jetzt mal no front, aber im Video so und auf ihrem Profilbild so? Als ob man auf der Straße zu Fremden hingeht und das macht. Hola, baby. Diese gestellten Videos immer. Ja, komm. Das sind wie diese Videos von früher von Super RTL, die alle gestellt waren. Dann, und da ist die Kamera. Und dann, ah. Women are very intelligent. Alter, schwitzt jeder Mann, wenn das nicht funktioniert. Wenn dir die Freundin das Glas in die Hand gibt und du denkst, okay, passt, mach ich chillig auf. Geht nicht. Denkst du so, jetzt kannst du das aber nicht so stehen lassen und kannst du auch nicht um Hilfe fragen. Das ist immer echt unangenehm. Ich glaube, das ist die einzige Situation, wo ein Mann so wirklich 100% gibt, dass er das schafft. Rein aus dem Ego her. Sie kriegt es jetzt auf, oder was? Oh. Ach so. Oh. Oh. Women are very intelligent. Genau, jetzt gut. Der war richtig gut. Dale, amigo, ayúdame. Aquí tiene. Poquito. Er versucht's. Oh, guck mal, Mann. Muy bien. Buena vista. Ah, muy bien, ah, muy bien. Oh mein Gott! Kritische Situation, ganz kritisch. Heute hat mir in Ägypten jemand 1000 Kamele geboten. Und wisst ihr, was das in Ägypten bedeutet? Dass ich diese Person heiraten möchte. Und als Entschädigung bekommt deine Familie Kamele. Das hat uns 1000 Kamele und schreibt 10.000 Kamele. Also wenigstens. Das sollte man richtig können. Hey. Heute hat mir in Ägypten jemand 1000 Kamele geboten. Und wisst ihr, was das in Ägypten bedeutet? Dass ich diese Person heiraten möchte. Und als Entschädigung bekommt deine Familie Kamele. Das hat uns zumindest der Reiseleiter erzählt. Je schöner du bist, desto mehr Kamele bekommt man. Keine Ahnung, wer das entscheidet, aber Mama war da ganz traurig. Ach so, deswegen hat sie 10.000 hingeschrieben. Sie hat sich einfach schöner bewertet als der Ägypter. Geil. Ich will mich nicht hergeben. Und meinem Bruder ist es sowieso egal, ob ich noch da bin. Stell dir mal vor, du machst das und auf einmal geht hinter dir die Klappe zu und du bist einfach da drin gefangen. So ein 2-3 Stunden Flug. Das muss echt scheiße sein. Da unten. Ich muss raus. Schreckenssekunden in Frankfurt. Da geh halt früher zur Tür. Ein Angler zieht ein. Bah!
Sushi. Ich glaube, diesen TikTok-Video beenden wir jetzt die Serie. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.